Das ist ein Spieler. Warte, du bist hinter mir. Alter! Yeah. Alter! Alter, der Swag. Moinsen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit dem Don Tadella. Hallo! Ja, und zwar haben wir uns was ganz, ganz Ranziges rausgenommen, aber irgendwie auch Geiles. Und zwar, das nennt sich Unturned, ist eine Mischung aus, keine Ahnung, ich nenne es eine Mischung aus Minecraft und DayZ. So einfach im unprofessionellen Stil von DayZ. Also geht im Prinzip wie DayZ, nur eben für Arme, weil free to play. Ihr könnt hier mitmachen. Und wir hatten eigentlich das Problem, dass wir uns dachten, wie finden wir uns jetzt? Ich bin gerade gestorben und dann war er da. Einfach so. Auf magische Weise hier haben wir uns zusammengefunden. Genau, einfach in dieser so. Postapokalyptischen Welt, wo keine Hoffnung existiert, wo jeder hässlich aussieht. Ja, diese und Kantenglättung ist so genial. Ja. Alter, ich liebe diese Kantenglättung. Es sieht aus, wie wenn es einfach ein riesiger Abgrund ist. Kannst sogar schwimmen. Yeah. Ja, aber dann wirst du nass. Ich glaube, dann wirst du nicht. Ich glaube, du kannst sogar krank werden davon. Chef, das müssen wir dann nach dem Video machen. Was? Zusammenbaden. Aber wenn schon nackt, oder? Ja, sind wir ja schon. Sind wir das? Ja. Was stimmt? Wieso sind wir eigentlich nackt? Wir haben keine Kontur, weißt du? Man kann ja seine Hautfarbe auswählen, das finde ich ja schon sehr schön. Also, ich könnte auch ein Black Guy sein. Siehst du so aus? Ich bin jetzt. Ich sehe silbrig aus. Ich sehe ein bisschen mehr so natürlich aus, als wie dieser weiß gelaserte Typ da vor mir. Ich nenne mich Super Aluminium Dunter. Okay. Passt. Das Geile ist, ich habe gesehen, man kann hier sogar Auto fahren und auf das freue ich mich am meisten. Ja, Autofahren. Ich liebe Autofahren. Wer mich von GTA kennt, der weiß, dass ich gerne Auto fahre. Okay. Da kommt ein Auto! Hilfe! Oh, ja. Und ich bin tot! Really? Zombies, die fahren! Oder war das ein Spieler? Nein, das war doch bestimmt Spieler. Ja. Mario. Oh, come on! Bastard. Also, ich bin jetzt hier im Auto, wie ihr seht. Fett. Geil. Ja. Ich bin jetzt auf der Suche nach Chefsach. Und ich sehe ihn! Chefsach, ich sehe dich! Lol. Also, man spawnt echt in der Nähe von anderen. Ist die Map. Wehe, du fährst mich um. Das Game fühle ich. Ich gebe dir einen Headshot, sobald ich irgendeine Pistole habe. Wehe, du fährst mich jetzt um. Nee. Oh, jetzt. Ich sehe dich. Ja. Siehst du, das war jetzt mein Auto. Das war dein Auto. Hat der Typ dich nicht umgefahren, der mich umgefahren hat? Doch, aber nachher. Ich bin eben gerade beim Auto gespawnt. Was? Ja, ich bin drin. Ja, aber er fährt ja nicht. Das ist mir jetzt sowas von egal. F2, nein, Fußweite, leider. Ich kann sogar 4, 5. Das ist geil, also ja. Ich find's Hammer bis jetzt. Da vorne habe ich irgendwie eine Stadt gesehen, lass mal da hingehen. Ja, machen wir doch. Also, ich muss sagen, ich bin hell begeistert, echt. Das könnte schon witzig werden. Ja, es kann witzig werden. Es ist irgendwie, weiß nicht. Eigentlich ist es was ein stinknormales Survival-Spiel. Aber irgendwie auch nicht. Alte so. Kleidung! Achtung, kommt was? Wo? Kleidung? Ja, ich hab Kleidung. Okay. Wie sehe ich aus? Dr. Ja. Donter ist hier. Wie machst du das, dass du so runter guckst? Ah, oh, Bob, der Baumeister! Oh, das ging schnell. Unten schauen. Was? Ah, Hilfe! Achtung! Oh, okay, okay. So kleine Haustiger. Warte, schlag die! Nee, Mann. Da war Stuff. Da hat's Kleider, das bringt uns nix. Was bedeutet, vielleicht bringt das irgendwie so Rüstung oder so? Seh's? Ah, Mann. Also, die kommen hinterher. Ah, die kann man leicht austricksen eigentlich. Die verfolgen dich schon noch. Alter, jetzt verfolgen dich aber ein paar, wenn du dich mal umdrehst. Liebe Nix. Ich brauche einfach eine Waffe. Aber wer glaubst du nicht? Waffe, tatsächlich. Warte, ich komm nicht dran. Ja, wie kann man von den Zombies entkommen?
Ich glaube, man kann eben auch so schleichen und so. Vielleicht könnte man ja Kannst du auch. dich nicht auch hinlegen oder so? Man merkt irgendwie, wir haben keine Ahnung von diesem Spiel. Ja, schon. Alter, jetzt bring nicht die ganzen Zombies mit. Ja, was Ich soll ich hab hier machen? schon mit einem zu kämpfen. So, ich habe zwei nämlich besiegt. Da bin ich jetzt stolz drauf. Ja, da hast du noch ein paar, wenn du willst. Nein, ich habe nur 40% Leben. Ich bin nie versucht, die zu abzuhängen, aber kein Plan wie. Naja, ist doch geil. Ich wollte schon immer mal eine Gang um mich haben. Alter, wie viele Zombies das sind, Mann! Ah, Scheiße! Was war das? Hast du gesehen? Wir sind irgendwie zu Swift? 10 an der Achso, Rückseite. im Magazine oder was? Oh, meine Rettung, meine Rettung, meine Rettung. Hä? Yes! Was? Yes, 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 yes. Hast du es geschafft? Jo. Ich habe irgendwie eine Suppenschüssel gefunden. Hier sind ein paar Sachen. Ich hab ein Auto wieder. Warte, warte, warte. Wir müssen jetzt hier die Stadt noch looten. Ja schon, ich will eh nur die Zombies töten, irgendwie. Wenn das Molly, geht. was? Der kam irgendjemand und hat mich einfach erschossen. Hä? Mich hat jemand erschossen. Was? Schon? Ja, schon. Also ich kämpfe Mit gegen dem 10 Headshot. epischen Zombies, so wirklich Der war, der episch. muss doch direkt bei dir sein. Pass auf. Oh fuck. Das Auto. Also das sind immer noch zu viele Zombies. Dann fahr doch einfach weg. Ja, ich hab's geschrottet. Alter, eine Schrottflinte, was ist das? Okay, wo ist der Junge? Bist du auch Alter, tot, geil. oder? Bist du auch Alter, tot? fett, ich hab eine Shotgun. Oder was immer das ist. Hey. Und keine Munition mehr. Okay, das war blöd. Alter, ein Schwert! Ein Schwert, Alter! Mit dem könnte ich Mit bumsen. was kannst du dich ducken? Mit X. X? Alter, das ist ein Schwert. Ich muss irgendwie an das Schwert kommen. Leute, das wird jetzt riskant. Doch, ich versuche mein Glück. Schleiche sie von hinten heraus. Mache einen super epischen. Okay, das wäre noch nicht episch genug. Geh um das Haus herum. Lock die Zombies an. Da war Mach irgendwie ein hier Zombie, vielleicht Matrix-Style. sneak ich sogar so ein bisschen. Jump, nimm das Schwert. Nimm das Schwert. Nimm die zwei und. Oh! Nein! Wenn sterben wir episch! Okay. Gestorben leider. Du bist Ja. gestorben. Wieso stirbst du schon wieder? Alter! Ja, aber ich weiß, mich ist schon gut geschlagen. Ja, du hast dich nicht gut geschlagen. Glaubst du nur. Ich habe einen Leider Schuh. war es Ich habe ein nicht. Schulbag gefunden. Anscheinend wie ein Rucksack. Oder? Kann sein, ja. Weiß es nicht. Equip. Der raucht schon, Mist. Wäre schön zu Lol. schön gewesen. Lol. Habe ich jetzt mehr Platz? Ja, ich habe echt einen Rucksack gefunden. Geil. Das ist nice. Das ist Alter, ich nice. hatte ein Samurai-Schwert. Das wäre so fett gewesen, hätte ich überlebt. Aber irgendwie waren wir bei mir zuletzt 20 Zombies hinten. Was ist das? Es. Moldy Potatoes sind faul, oder? Moldy? Nein, die sind verfault. Glaube, ja. Oh ne, jetzt müssen wir uns wieder suchen und so. Ja, ich sehe nicht mal deinen Namen, das ist sehr Dreck. Aber ne, das sieht schon ein Ich hab. bisschen anders aus. Okay, ich hab. Anscheinend, was ist das? Ein Baseball? Oh Mann, da hat mich schon einer entdeckt. Ich finde das echt nicht cool. Okay, wie kann man durch die Zombies durchschleichen oder wie funktioniert das? Ich weiß es nicht. Feuerwehr, also Feuerwehrauto. Das wäre jetzt mal geil. Was, es gibt ein Feuerwehrauto? Ja, ich habe eins. Geiles Pferd! Aber hat nur noch 5 Benzin. Das Was? ist nicht gut. Egal, Fünf zum Abhauen Benzin. passt das Also hier. ich habe jetzt mal einen Baseballschläger gefunden, so für den Anfang. Nice. Oh Mann, noch 3 Benzin. Mit dem komme ich nicht so weit. Oh! Was ist es? Eine Schrotflinte anscheinend. Ach so macht man Licht, geil. Mit Rechtsklick macht man Licht. Okay, 2%. Dem komme ich nicht weit. Aber hier die Wofür braucht man Duct Militärbasis Tape? ist leer. Wofür braucht man Duct Tape? Duct Tape! Keine Ahnung. Da ist nix. Ich kenne das Spiel doch auch nicht. Ich frag dich das einfach. Wofür braucht man Duct Tape? Und du sagst keine Ahnung. Und schon sage ich Dankeschön. Bitteschön.
Also das wäre gut, werden wir uns treffen und irgendwie Kriegsbesprechung oder so Ja, machen eine könnten. Kriegsbesprechung wäre schon nicht schlecht.